Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute gibt es einen Make-up-Review. Und zwar teste ich heute Judith Williams Anti-Aging Foundation in der Farbe 01 Light. Wenn dich interessiert, ob diese Foundation hält das, was sie verspricht, ob sie bei mir funktioniert, dann bleib doch einfach dran. Im DM in der Judith Williams Abteilung, da kommen mal hin und wieder neue Produkte rein oder auch Standardprodukte. Dieses ist wohl ein neueres Produkt, es ist nicht ganz neu. Ich denke mal, das ist das neueste Make-up, was sie da aktuell haben. Diese Foundation kommt in einer Glasflasche mit einem Pumpspender und verspricht ein Anti-Aging-Effekt. 100% bestätigen ein ebenmäßigeres Hautbild, steht hier. Und ob das dann tatsächlich die Falten kaschiert, wie es hier steht, das erfahren wir jetzt. Die Anti-Aging Foundation hat einen einzigen Lifting-Komplex, mittlere Deckkraft und ein natürliches Finish. Die Cremeformulierung verschmilzt beim Verblenden perfekt mit der Haut. Dank der straffenden Inhaltsstoffe plus Hyaluronsäure werden Zeichen der Hautalterung optisch kaschiert für ein jugendlich strahlenderes Aussehen. Ich habe euch das Ganze schon abgefilmt. Das Make-up kommt in einer Glasflasche mit einem Pumpspender. Ich benutze den Pinsel von Unique, den Make-up-Pinsel. Dann gebe ich 2 Pumphübe auf den Pinsel drauf und tupfe das auf das ganze Gesicht. Dann arbeite ich das Produkt mit dem Pinsel ein. Um das Ganze zu verfeinern, gehe ich dann nochmal mit dem Make-up-Schwamm drüber. Ich habe meine Haut übrigens nicht mit Primer vorbereitet, sondern ich habe nur meine normale Tagespflege benutzt. Da nicht alle Rötungen komplett abgedeckt sind, lege ich noch eine zweite Schicht auf. Außerdem, der ehemalige Pickel hier unten an der Seite, der wurde noch nicht ganz abgedeckt, da gebe ich noch ein bisschen Produkt drauf, arbeite das Ganze mit dem Schwamm ein und bin bisher eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die erste Schicht war sehr gut auszutragen, hat aber nicht ganz so gut gedeckt, es waren noch einige Rötungen zu sehen. Bei der zweiten Schicht sah das Ganze viel ebenmäßiger aus, beziehungsweise sieht jetzt viel ebenmäßiger aus. Das sind ja jetzt insgesamt 2 Schichten, plus eine kleine dritte Punktschicht hier auf diesem ehemaligen Pickel. Hat eigentlich ganz okay abgedeckt. Also es ist ja keine volle Deckkraft, sondern eine mittlere Deckkraft. Und ich finde, das stimmt. Mittlere Deckkraft, die Rötungen wurden weitgehend abgedeckt. Die Haut sieht ebenmäßiger aus und der Auftrag war easy. Also es sieht nicht so aus, als ob ich jetzt 2 Schichten drauf hätte an Make-up, sondern es sieht sehr natürlich aus. Die Poren werden nicht betont. Super gut. Oh mein Gott. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Das kann nicht jedes Make-up. Im Vergleich zu anderen Make-ups, die Poren sind tatsächlich ebenmäßiger geworden. So sieht der fertige Look aus. Ganz natürlich. Und ich finde, das Make-up passt 1A zu diesem natürlichen Look, denn es ist natürlich, es wirkt natürlich. Ich habe da Puder ein bisschen aufgetragen, um so ein bisschen glänzende Stellen abzumattieren. Und ich finde, die Haut sieht immer noch sehr, sehr frisch aus. Das Ganze sieht in diesem Licht wunderbar aus, aber jetzt schauen wir einfach mal, wie es bei Tageslicht aussieht. Auch bei Tageslicht sieht das Ganze wirklich sehr, sehr schön, ebenmäßig und natürlich aus. Es ist nichts Cakeyes dabei, die Haut sieht gut durchfeuchtet aus und die Haut hat ihre Frische behalten. Also ich bin von einer Wirkung auf jeden Fall begeistert, und zwar dieses optische Abschwächen der vergrößerten Poren, die ich hier habe, um die Nase herum. Ob sie die Falten kaschiert, finde ich schon. Also ich habe hier um die Augen herum so ein bisschen und unter die Augen hier auf dieser Seite ausgeprägter als auf der anderen Seite. Ich finde, im Großen und Ganzen, ja, wenn man das Ganze betrachtet, finde ich schon, dass man die Falten etwas weniger sieht. Aber das ist natürlich nur erstmal eine rein optische Illusion.
Soll das ja auch natürlich bewirken. Es ist ein Lifting-Komplex mit drin, Hyaluronsäure ist mit drin und ich denke mal, wenn man das regelmäßig anwendet, dass dann auch die Hyaluronsäure eine kleine Wirkung erzielen wird. Zwar nicht groß, weil wenn die Haut einmal ihre Fältchen ausgeprägt hat, dann sind sie nun mal da und das Einzige, was man tun kann, ist diese zu etwas abzumildern, also ganz gehen, die natürlich nicht weg, ist klar. Wenn man gealtert ist, kann man das ein bisschen auffrischen, ja, aber man kann nicht die Haut wieder jünger machen. So habe ich das in Fachzeitschriften gelesen. Ich bin kein Experte, aber das, was ich so mitbekommen habe. Haltbarkeit finde ich super. Also ich bin ganz zufrieden. Nachdem ich das Puder aufgetragen habe, ist die Haltbarkeit natürlich etwas stärker. Es geht nichts ab, es verrutscht nichts, aber das sieht man eher auch bei stärker deckenden Make-ups, wenn überhaupt was verrutscht, im Vergleich zu mittlerer Deckkraft oder leichter Deckkraft. Ich finde, das Make-up hält sich sehr gut. Das Gefühl auf der Haut ist auch sehr schön. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Make-up auf der Haut habe, sondern eher eine gute Pflegecreme. Habt ihr auch schon Erfahrung mit diesem Make-up gehabt? Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Das würde mich sehr interessieren, denn nicht jede Haut ist gleich, nicht jede Haut reagiert gleich und alle Reviews sind natürlich sehr, sehr individuell. Und kann man nicht auf alle Hauttypen auslegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start in den Tag, Start in die Nacht, Start in den Abend, wann immer ihr dieses Video auch schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.